Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist das neue Microsoft Surface Book, das jetzt für Deutschland vorgestellt wird. Und in diesem Video schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das Surface Book ist in den USA ja schon ein klein bisschen länger auf dem Markt, also schon seit Oktober 2015. Bei uns in Deutschland ist es jetzt am 18. Februar 2016 soweit. Dann bekommen wir es auch hier auf dem Markt und wir gucken uns das jetzt mal ein paar Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart an. Und ja, was fällt zuerst auf? Wir haben hier eine richtig gute Verarbeitungsqualität. Ich habe schon ein bisschen damit rumgespielt. Wir haben hier Magnesiumgehäuse. Das fühlt sich richtig gut an. Es ist eigentlich ein Two-in-One. Also wir haben hier einmal das Tablet, also die Oberseite, und hier eine Keyboard-Dock, die Unterseite. Die sind aber wirklich sehr gut miteinander verbunden. Also nicht einfach wie bei anderen über einen Magneten. Und dann können wir es einfach jederzeit rausziehen. Hier ist das Ganze schon ein bisschen fester, also wir haben hier wirklich ein Notebook-Feeling. Wenn wir es entfernen wollen, haben wir hier eine Eject-Taste, die haben wir gedrückt. Dann erleuchtet da eine grüne LED und dann können wir das Tablet einfach rausziehen. Und wenn wir es dann wieder hier einstecken, dann wird das Ganze wieder festgemacht und ihr könnt es dann nicht mehr entfernen. Schließen wir das Ganze mal. Im geschlossenen Zustand haben wir hier immer diese Lücke. Ihr seht übrigens auch das spezielle Scharnier. Bei der Lücke muss ich sagen, wenn ich das in meiner Tasche habe, gut, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen Angst, dass da ein bisschen Staub reinkommt. Ich würde mir dafür auf jeden Fall einen Notebook-Sleeve kaufen. Und wenn wir schon mal geschlossen haben, können wir uns ja mal die Anschlüsse anschauen. Da haben wir hier einmal einen Mini-Display-Port auf der rechten Seite und den Surface Connect, mit dem wir hier unser Netzteil anschließen können. Am Tablet selber ist hier noch auf der rechten Seite ein Kopfhöreranschluss. Hier haben wir auf der linken Seite den Stylus, der wird hier magnetisch am Tablet festgehalten, und zwei USB 3.0 Ports und einen SD-Kartenleser. Und das war's auch schon mit den Anschlüssen. Hier oben haben wir noch den Power-Button und die Lautstärke-Taste. Das Schöne ist natürlich, wir können das Ganze hier über die Finger steuern oder natürlich auch über hier diesen Stylus. Gehen wir mal ein bisschen aufs Display ein. Wir haben hier eine Diagonale von 13,5 Zoll und eine Auflösung von 3000 x 2000 Pixel, also ein Seitenverhältnis von 3 zu 2. Es ist sehr hochauflösend und ich finde das Seitenverhältnis wirklich ideal, wenn man hier zeichnet oder schreibt da drauf. Wir haben hier mal einen kurzen Blick hier auf das Keyboard-Dock. Wir haben hier eine Chiclet-Style-Tastatur, die ist auch beleuchtet, sehr schön. Haben hier das großzügige Touchpad mit integrierten Maustasten. Und ich kann euch mal erzählen, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wir haben hier einen Akku verbaut und hier gibt es auch noch eine optionale Möglichkeit, eine dedizierte Grafikkarte von Nvidia zu verbauen. Die hat Nvidia extra für Microsoft hergestellt. Und im Tablet selber ist natürlich auch ein Akku drin. Und wir haben hier den Prozessor, da können wir zwischen einem Intel Core i5 und einem Core i7 der 6. Generation, also ein Skylake, wählen. Also haben hier auf jeden Fall schon von der Prozessorseite viel Power. Und wenn wir hier noch die dedizierte Grafikkarte, also die GPU, dazu nehmen, haben wir hier auf jeden Fall ein richtiges Powerhouse, mit dem wir auch Photoshop, Videobearbeitung und vielleicht auch ein paar Spiele spielen können. Damit habt ihr dann auf jeden Fall ein richtig leistungsfähiges, aber auch immer noch mobiles Notebook bei euch. Vom RAM her können wir hier bis zu 16 GB wählen und von der SSD sind theoretisch bis zu 1 TB SSD möglich, aber ich glaube, die ist nur in den USA verfügbar. In Deutschland hat die höchste Konfiguration bisher 512 GB, was die meisten, denke ich mal, auch ausreichen wird. Von der Konnektivität her haben wir hier WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 und das Tablet hat auch noch zwei Kameras verbaut, also ejecten wir das Ganze nochmal und gucken uns das Tablet hier nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben hier also einmal eine 5-Megapixel Frontkamera, beispielsweise für Skype-Videotelefonie, und auf der Rückseite haben wir dann neben dem Windows-Logo hier auch noch eine 8-Megapixel Kamera und hier auch noch zwei Mikrofone, um auch die 1080p-Videos, die aufgenommen werden können, in einer guten Tonqualität aufnehmen zu können. Das Tablet ist lüfterlos. Wir haben hier an den Seiten nur einige Lüftungsöffnungen. Dank des Stylus ist das Ganze natürlich auch interessant für Photoshopper, für Grafiker, Architekten, die unterwegs mit schön viel Power hier auch noch zeichnen können. Und das Schöne ist eben, dass der Stylus hier einfach mittels Magneten super an dem Tablet attached werden kann. Das Microsoft Surface Book ist ab dem 18. Februar 2016 in Deutschland erhältlich. Informationen zu Preis und Verfügbarkeit findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es dann einen Link und da findet ihr auch immer den aktuellen Preis der verschiedenen Konfigurationen.
Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Gefällt euch das Design? Ich muss sagen, das Magnesiumgehäuse fühlt sich richtig gut an, ja, richtig hochwertig. Verarbeitung ist echt super. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem Gerät. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.